Hey Leute, willkommen zurück zu Striving for Light. Ich habe hier gerade schon mal kurz was gemacht und zwar habe ich die Waffen, die hier rumlagen, eingetauscht und habe ein bisschen Light dafür bekommen. Stimmt, das kann man ja auch machen, daran hatte ich auch schon gar nicht mehr gedacht. Gut, dann suchen wir uns jetzt eine neue Karte, machen mit den Altstaff weiter voraussichtlich. Also solange ich nicht irgendwie eine legendäre Waffe bekomme mit einem guten eingebauten Skill, mit einer anderen Waffe, würde ich die jetzt auch nicht so wirklich tauschen wollen. Das heißt dann letztendlich aber auch, dass ich vielleicht mal gucken könnte, dass ich hier vielleicht so mit den Schaden eventuell so ein bisschen erhöhe. Kriegen wir das hin? Oder wenn ich mal Pech haben, senke ich den noch ziemlich. Also es geht nicht wirklich auf 12 hoch. 5 behalte ich jetzt erstmal. Gut, 2 Damage mehr. Sind ganze 20% mehr Damage. Also auf jeden Fall so. Gut. Und was jetzt die Karten angeht, generell am Anfang habe ich auch schon mehrmals gesagt, generell sehr ein Auge auf mehr XP. Und wenn ich hier schon sehe, Bonus XP plus 50%, ist aber auch ganz okay, ne? Light Drop Rate plus 30%, dafür machen die halt ein bisschen mehr Schaden. Knockback Immunität ist mir halt relativ egal, weil Fernkampf und ich kann die, oder ich friere die auch noch ein. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich gucken, dass wir die Modifier ein bisschen stärker machen und dann vielleicht sogar noch so ein bisschen mehr rausziehen können. Aber ich würde es halt gerne auch so machen, dass das bei plus 1 bleibt. Und ich glaube, 70% sind jetzt schon echt ordentlich. Und diese ganzen anderen Sachen. Weapon Shard Drop Rate ist... ja, okay. Legendary Drop Rate ist mir auch... ist auch ganz nett, ja doch. Aber gut, ist auch nicht gesagt, dass man da wirklich was Brauchbares bekommt. Map Shard Drop Rate ist... nehme ich auch gerne mit, aber das passt erstmal soweit. Hard Drop Rate ist auch auf 42% hoch. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Und das war jetzt hier Frozen Plains und wollte ich diesmal auch machen. Muss nur ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und gerade wenn man dann auch jetzt so nicht so tolle Skill Gems hat, um irgendwie den Schaden zu erhöhen, kann man halt wirklich über diese Upgrades der Waffe noch ein bisschen mehr Schaden rausholen. Und das kann auf jeden Fall schon den Unterschied machen. Glaube ich. Wenn man halt nichts anderes gerade zur Verfügung hat, ist das auf jeden Fall ganz praktisch. So, diese Krebse dürften dann halt auch kein Problem sein. Und wir haben hier auch schon wieder direkt ein paar Herzen liegen. Also alles ganz okay soweit. Ich muss halt ein bisschen gucken hier bei den Schnecken, dass die mich nicht so anchargen. Aber gerade dafür ist halt der Eisdorf auch sehr gut, um die einfach mal grundsätzlich zu stoppen. Man muss dann halt auch im Folgenden einfach... man muss aber halt auch treffen. Weil ewig bleiben die dann auch nicht eingefroren. Krebse sind jetzt auch nicht das Problem. Ja, bei ihm hier bräuchte ich schon so ein bisschen Dodge auf jeden Fall. Warum ging das denn gerade nicht? Ich hab doch nur einmal gedodged. Egal. Gut, gucken wir nochmal hier unten. Hier haben wir jetzt sogar noch was. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, okay, wenn irgendwie bei der Boss hier noch was dranhängt, sozusagen, das ist da eher selten was ist. Gut, hier war jetzt auch nur ein Gegner und hier ist jetzt auch nichts mehr. Also im Prinzip, ja, in den meisten Fällen ist da halt wirklich nichts mehr. Zumindest jetzt meine subjektive Erfahrung. Das kann natürlich wieder anders sein, weil Zufall und so, aber generell so Endstücke
Die sind schon verdächtig oft, verdächtig leer. Und ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal ganz gern auf Schaden verzichten. Um einfach noch ein paar Herzen hier zu bekommen und dann einfach mal zu schauen, was wir denn hier noch so machen können auf der Karte. Ich glaube, ich muss in Zukunft öfter mal irgendwas mit Frost nehmen. Also diesen Eisstep, das ist halt schon sehr angenehm. Ja gut, was die Projektilgeschwindigkeit angeht, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man auf einmal Gegner hat, die relativ schnell sind, weil die Projektile dann wieder ziemlich langsam fliegen im Verhältnis dazu. Aber so problematisch ist das halt jetzt auch noch nicht. Ich überhole sogar meine Projektile, wenn ich an denen vorbeilaufe. Okay, das ist, dann sind die wohl echt ein bisschen sehr langsam. Immer ein bisschen aufpassen mit den Fallen, weil, gut, von denen möchte ich mich halt... Die sind halt am besten, ja. Den kann man am besten ausweichen, würde ich sagen. Ja, da hat man das ganz gut gesehen, mit diesen Hin- und Her-Gecharge von der Schnecke und dann darauf schießen, bis die Projektile dann ankommen, ist die schon längst wieder an einer ganz anderen Stelle. Also der Platz hierfür ist jetzt auch nicht so verkehrt. Wäre halt ziemlich blöder, wenn der weiter rechts wäre, wo die ganzen Fallen dann da sind. Jetzt schon wieder diese Geschichte. Ich brauche vielleicht echt noch so ein bisschen Geschwindigkeit für Projektile. Gut, man kann sich halt darauf einstellen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Und vor allen Dingen, wenn der Gegner einmal eingefroren ist, dann bräuchte ich halt, oder ich bräuchte einfach noch ein bisschen mehr Attack Speed. Dann wäre das halt mit dem Tempo auch nicht mehr das Problem. Weil dann sind die einfach schon vorher tot. Gut, Skillshard von mir aus gerne. Ansonsten haben wir hier unten noch was. Und die Truhe. So, hier ist dann auch nichts mehr. Die nehme ich alle gerne mit. Im Prinzip, teilweise war es auch, oder, ja gut, wie sage ich das jetzt? So bestimmte Shards, die man nicht so wirklich gebrauchen kann, kann man halt wunderbar dann bei dem Typen quasi, kann man quasi gamblen. So, 18 Light. Wir haben hier jetzt nicht so wirklich viel. Außer das da. Gut, dann würde ich erst noch mal sagen, wir gucken mal ganz kurz, wo wir denn jetzt die zwei Punkte reinpacken können. Attack Speed ist halt... Ah, wir bräuchten halt mehr Regeneration, damit wir irgendwie auch von Attack Speed dann profitieren könnten. Weil so für sich allein genommen ist das irgendwie nicht so praktisch. Mehr Projektile, das würde dann halt auch wieder die Kosten hochtreiben und ich hatte ja... Ich wollte ja eigentlich dann so ein bisschen hier so hoch.
Das kostet dann aber auch wieder mehr Energie. Oder ich baue mir einfach hier so einen Weg nach da oben, indem ich schaue, okay, ich habe jetzt hier nochmal Energieregeneration. Aber ich kann das, kommt das hier jetzt gar nicht zwischengesetzt. Haha. Es würde hier, es wird trotzdem nicht zusammenpassen. Ha, verdammt. Könnte ich höchstens so machen. Dann nehmen wir nochmal Energieregeneration und ja. Ansonsten ist das gerade alles so ein bisschen. Ich will aber auf jeden Fall, ich muss eigentlich hier hoch, weil. Wobei, ich kann ja auch hier nochmal ein bisschen was ändern und gucken, ob ich da nicht noch irgendwas Brauchbares bekomme. Das Problem ist, ich gebe dann ein bisschen viel davon aus. Und die sind gleich auch schon weg. So, Attack Speed. Ja, komm, nehmen wir Attack Speed. Aber ich habe jetzt echt eine Menge hiervon ausgegeben. Für halt noch so ein bisschen Attack Speed und mit der Regenerationsrate. Ja, gut. Das muss dann halt auch immer passen, ne? Weil mir bringt all der Attack Speed der Welt nichts, wenn ich nicht genug Energieregeneration habe. Also das hier, dieses Minispiel, will ich es mal nennen, oder Event oder wie auch immer, ist richtig, ist schon ganz cool, vor allen Dingen, weil zwischen den Wellen auch ein bisschen Pause ist. Kriegen wir dann nämlich auch nochmal ein Level und ich dachte, du hast auch noch dazu gehört. So, Bursting Shot. Additional Projectiles. Das würde ich halt auch eigentlich immer nehmen. Ich habe jetzt in diesem Run aber auch schon eine Menge wieder ausgegeben. An Skill Gems. Ich hoffe, das macht sich halt irgendwie dann noch bezahlt. So, erstmal brauchen wir hier noch die Herzen wieder. Dann haben wir da auch schon wieder ein Level up und dann können wir im Prinzip auch schon direkt zum Boss laufen. So, also wie gesagt, ich würde halt wirklich es schon so versuchen, dass wir dann das ist halt jetzt echt die Frage, ne? Wir können warum? Ach, bin ich. Nee, Moment, das war das falsch. Das hier war, wollte ich. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. So. Ich könnte im Prinzip den Punkt hier auch wieder rausnehmen. Weil. Ich nehme jetzt mal Multiplicator und ich ändere das hier mal und wir kriegen Increased Projectile Range, was jetzt auch nicht so der Wahnsinn ist. Ich will das, ja gut, Movement Speed von mir aus, dann nehmen wir den Punkt. Moment, das kann ich so nicht machen, ne? Ich müsste dann erst. Bin ich jetzt. Warum kann ich den denn nicht entfernen? Der ist doch noch damit verbunden. Und ich kann auch nicht den jetzt rausnehmen, aber ich kann den erstmal deaktivieren. So, dann machen wir das halt so. Gut. Und ich brauche auf jeden Fall noch mehr Gems davon. Ich hatte ja jetzt schon ein paar Mal in der Vergangenheit Glück mit Energy Regen. Wenn ich dann Skill neu ausgewürfelt habe, dass ich das bekommen habe. Da hatte ich jetzt eigentlich drauf gehofft, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Ich werde jetzt einfach nur Abstand von dir halten. Du bist ja auch ein relativ dickes Ziel. Daher
dürfte es halt auch schwer werden, dich dann wieder zu verfehlen. Gut, dann hätten wir das schon. Wunderbar, was haben wir jetzt hier? Eisfokus. Das könnte natürlich auch interessant sein. Ja, gut, aber ob das jetzt so interessant ist, ich weiß ja nicht. Schwierig. Kostet halt auch mehr Energie direkt. Attack Speed ist ein bisschen niedriger. Schaden ist halt niedriger, weil ich den Schaden beim Ice Death ein bisschen erhöht habe. Hat halt höhere Energy-Kosten. Aber ja gut, hat halt... Ist ein Eisfokus, aber hat keinen Freeze, oder? Ich glaube nicht. Ich bleib dabei. Das ist sowieso von den Energiekosten da ein bisschen zu teuer. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier als nächstes bekommen können. Enemy Damage plus 2. Das ist halt... da bin ich jetzt nicht mehr so bei. Tauschen wir die mal aus. So, plus 1, plus 1. Ja, okay. Bisschen mehr Fallen im Sumpf. Ein bisschen mehr Gegner. Damit könnte ich sogar noch leben, glaube ich. Das könnten wir theoretisch dann auch wieder ein bisschen verbessern. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr XP raus. Machen wir das zweimal. Das müsste dann auch noch reichen. Ja, genau. 70% Bonus XP. Darauf, achte ich im Prinzip. Und so ein bisschen Hard Drop Rate. Dann machen wir das jetzt auch noch ganz fix. Muss so ein bisschen auf die Fallen dann aufpassen. Und ich gerate so langsam auch an den Punkt, wo ich sage, okay, ich würde jetzt vielleicht dann doch noch mal ein Herz mehr mitnehmen wollen. Und ein bisschen mehr Schaden. Wäre schon ganz nett. So, aber dafür brauche ich halt wieder mehr Energieregeneration und die habe ich für den Moment noch nicht. Deswegen müssen wir das erstmal so machen. Oder ich nehme eine andere Waffe. Aber dann können wir die nicht mehr einfrieren. Oh, hallo. Riesenvieh. Ja, du läufst genau richtig. Danke. Da können wir einen Schlüssel mitnehmen und direkt die Kiste öffnen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel in einem Run an diesen ganzen Shards, von diesen ganzen Shards ausgegeben. Und so toll sieht es bisher auch nicht aus, als dass ich wirklich sagen würde, okay, das war alles gerechtfertigt. Mal schauen. So, das ging wieder nicht kaputt, genau. Die Fallen sind hier auch gar nicht so das Problem. Ich muss halt echt mal gucken, ob wir das nicht vielleicht anders machen. Dass wenn ich jetzt von diesen Skills ausgehe, dass wir vielleicht Burning Projectiles deaktivieren. Dann könnte man die Kosten ein bisschen reduzieren erstmal. Vielleicht. Wobei, wir haben ja nochmal Burning Projectiles, aber wie gesagt, wir müssen erstmal hier hin. Das heißt, ein bisschen Movement Speed für den Moment mitnehmen. Und dann mal gucken. Ja, das ist halt so ein bisschen blöd bei so vielen Gegnern auf einer Stelle.
Gut, wir haben Burning Projectiles, aber das macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Mehr. Ich bräuchte vielleicht noch irgendwie Projektile, die dann durch Gegner durchfliegen oder sowas. Irgendwas, was noch so ein bisschen Flächenschaden macht. Oder ich gehe dann doch, oder ich nehme dann noch Condition Damage mit rein. Wäre vielleicht eine Option. Genau, wenn hier so 3, 4 oder noch 5 von denen ankommen, dann ist das alles ein bisschen blöd. Wobei, bei dem Schaden geht es hier noch. Aber gerade später, wenn die dann noch stärker werden und noch mehr aushalten, ist das dann alles nicht mehr so einfach. Gut, dann machen wir das eben. Kein Problem soweit. Ich glaube, ich bleibe dann trotzdem auch bei der Waffe. Weil das ist dann wieder... Melee Damage und Skill Stacks. Gut, jetzt haben wir 2 Punkte. Das heißt... Also auch generell, was die Kosten angeht. Wir haben 9 Maximalenergie. 8 kostet das schon. Also ist auch eine gute Sache, wenn wir jetzt noch ein bisschen das Maximum noch erhöhen. Das heißt, wir nehmen das einmal mit und dann nehmen wir direkt hier nochmal Energieregeneration. Und dann haben wir hier auch nochmal Energieregeneration. Und was das hier angeht, würde ich das vielleicht nochmal umwandeln. So ansonsten. Mehr Projectiles sind natürlich eine nette Sache. Aber generell auch so Projectile-Schaden. Ich glaube aber, davon haben wir noch so ein bisschen... So, mehr Projectiles haben wir hier. Projectile-Damage haben wir immerhin ein Skill-Gem noch dafür. Gut. Wir kriegen aber vor allen Dingen ganz flott XP, das ist schon mal eine gute Sache. Auch wenn mir das Skillbaum nicht so richtig gefällt. Was man halt auch sehr gut daran drehen konnte, genau. Sehen konnte, was ich da schon alles dran geändert habe. Da haben wir gleich auch schon wieder ein Level Up. So, du warst hier. Als ob ich das jetzt machen will, ist halt... ich weiß ja nicht. Ich glaube, dafür wird der Schaden so nicht reichen. Das wäre ein bisschen zu viel für uns, glaube ich. Und ich habe jetzt hier auch schon so viel rein investiert, dass ich das jetzt auch nicht ausprobieren möchte, glaube ich. Sondern wir nehmen hier noch Light mit und dann haben wir 25 Light schon wieder. Und gehen dann aber direkt schon wieder zum Boss. Hat jetzt leider nicht ganz knapp für ein Level Up gereicht, aber was soll's.
Also wenn ich schon Projektilschaden nicht großartig erhöhen kann und wir die Möglichkeit haben, da ein bisschen nochmal Burning Projectiles zu nehmen, dann würde ich vielleicht dann doch schon mal so ein bisschen auf Condition Damage gehen. Shard of Change, zweimal bekommen. Ja, das ist... Das brauche ich auch wieder. Auf jeden Fall. Level up. Und... Ja, ganz ehrlich, ich nehme jetzt erstmal hier weiter Regen mit. Und wir haben jetzt 9,65, 10 Maximum. Also da müsste ich sowieso erstmal wieder das Maximum erhöhen, damit wir da überhaupt großartig wirklich wieder was von haben. Könnt jetzt auch mal das hier aktivieren. Den haben wir Kosten von 9 und das ist eigentlich ganz okay. Gut, dann würde ich halt hier lang gehen, dann hier weiter lang. Dodge Regen brauche ich, glaube ich, erstmal auch noch nicht. Und das hier könnten wir auch noch verbinden da oben. Ich glaube, das würde ich dann erstmal nächstes Mal machen. Oder halt, wie gesagt, hier Burning Projectiles, vielleicht auch Poison Shot mit reinnehmen. Wären halt alles wirklich Optionen. Wobei, wir haben hier Projectile Damage auf der Seite. Oder ich nehme das als erstes. Und hier haben wir auch noch Increased Condition Damage. Okay, also ein paar Optionen haben wir dann doch. Sieht doch ein bisschen besser aus, als ich erst dachte. Aber dann müssen wir erstmal wieder Gegner umkloppen. Gut, das sollte erstmal ganz okay sein. Jetzt können wir auch in zwei Richtungen schießen. Ist jetzt... Ja... Ist jetzt okay. Also in Striving for Light Survival ist das sehr viel nützlicher, glaube ich. Aber hier kann das auch... Ja, mehr Projektile sind generell nicht verkehrt. Würde ich mal so sagen. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.